Die Handlung des Films beginnt in einem großen Nachtclub, in dem viele Menschen zusammenkommen, um zu entspannen und zu tanzen. Auch die Hauptfigur arbeitet dort, ein lächelndes Mädchen namens Honey. Die Party ist ziemlich rau und viele Leute besuchen die Bar. Während sie Getränke ausschenkt, tanzt Honey ein bisschen und beobachtet die Bewegungen der Menge. Die Heldin wird von ihrer Freundin angesprochen. Gina erinnert ihre Freundin daran, dass sie bald eine gute Zeit haben werden und bittet sie, nicht an diesem schrecklichen Ort zu verweilen. Honey versteht nicht, warum das Mädchen ihre Arbeit kritisiert, denn dank ihr können sie in Ruhe in einem angesehenen Club trinken und tanzen. Endlich ist die Zeit der Arbeit zu Ende und die Heldin geht zusammen mit Gina auf die Tanzfläche. Dort bemerken die Mädchen Katrina, eine professionelle Tänzerin. Auf die Bitte der Heldin hin ändert der DJ die Musik. Gina bewegt sich in die Mitte und beginnt unter dem Applaus der Menge heftig zu tanzen. Sogar Katrinas Fans achten auf die ungewöhnlichen und attraktiven Bewegungen der Heldin. Einer der Besucher des Clubs filmt ihren Tanz sogar auf Video. Als sie fertig ist, geht Honey zusammen mit ihrer Freundin zum Ausgang. Gina sagt der Heldin, dass sie definitiv Talent hat. Unerwartet trifft Honey auf Katrina, die sehr unfreundlich mit der Heldin kommuniziert. Doch Gina setzt sich sofort für ihre Freundin ein. In der Nähe des Clubs bemerkt die Heldin ein paar hübsche junge Typen, die coole Tänzer sind. Honey lädt die Gruppe ein, ihren Hip-Hop-Kurs zu besuchen, was für viel Gelächter sorgt. Von allen willigt nur der junge Raymond ein, den Tanzkurs zu besuchen. Die Jugendlichen rennen weg, sobald die Polizei um die Ecke kommt. Am nächsten Tag kommt Honey in die Basketballhalle, wo ein kleiner Platz für sie freigemacht wird. Die Heldin leitet eine Unterrichtsstunde, wobei sie auf alle Mitglieder der Gruppe achtet. Plötzlich erscheinen Raymond, sein älterer Bruder Benny und der Rest ihrer Gruppe in der Halle. Honey versucht, den Teenagern einfache Bewegungen beizubringen, aber sie fangen wieder an zu lachen und gehen. Raymond entschuldigt sich für seinen Bruder, was die Heldin zum Lächeln bringt. Nach dem Unterricht verurteilt Honeys Mutter Konye ihre Tochter ein wenig dafür, dass sie Hip-Hop und nicht Ballett in einem renommierten Studio unterrichtet. Der Vater der Heldin reagiert positiver auf ihr Tanzen und erklärt sich bereit, sie zum Casting zu begleiten. Doch dann erleidet Honey einen Rückschlag. Es stellt sich heraus, dass das Casting vor dem Mittag stattgefunden hat, und jetzt ist es Zeit für professionelle Tänzerinnen und Tänzer. Honey versucht zu erklären, dass sie schon einmal gearbeitet hat, aber niemand will Zugeständnisse machen. Die Handlung verlagert sich zu Ellis Produktions. Der Geschäftsführer Michael Ellis sieht sich das Filmmaterial aus dem Club an und achtet genau auf Hannes Bewegungen. Am Abend versammelt sich wieder eine große Menschenmenge vor dem Club. Hinter der Bar spricht Michael die Heldin an und fordert sie auf, für ihn zu tanzen. Zuerst lehnt Honey ab, aber dann erkennt sie den Mann und merkt, dass er tatsächlich ein Direktor in einem großen Unternehmen ist. Bevor er geht, gibt Michael der Heldin eine Visitenkarte des Studios. Am nächsten Tag ruft Honey sehr nervös dort an, aber sie wird ziemlich kalt behandelt. Gina versucht, die Heldin zu unterstützen. Während des Unterrichts wird Honey von einem Basketballspieler namens Schatz angesprochen. Die Heldin spricht ihn freundlich an, erinnert ihn aber daran, dass sie beschäftigt ist. Nach dem Unterricht dankt Raymond Honey für ihre Arbeit. Der Junge kommt, um seinen Bruder zu sehen, aber er jagt ihn weg. Benny und seine Firma verkaufen unter der Aufsicht der älteren Jungen illegale Waren. Honey kommt deprimiert nach Hause und schaltet ihren Anrufbeantworter ein. Es stellt sich heraus, dass Michael ihr eine Nachricht hinterlassen hat und sie zu einem Casting in 2 Tagen einlädt. Vor dem Tanz ist Honey sehr nervös und geht in einen großen Raum, wo der Choreograf einen Tanz zu einem neuen Lied choreografiert. Michael gefällt nicht, was er sieht, also bittet er die Heldin auf die Bühne und bietet ihr dann tatsächlich das Konzept für einen Tanz im Club an und bittet sie, sich die Bewegungen auszudenken. Honey bittet einen der Jungs, ihr zu helfen und improvisiert. Michael gefällt ihre Idee, was den Choreografen wütend macht. Honey besteht das Casting und beschließt, mit ihren Freunden zu feiern. Die Heldin will eine unvergessliche Geburtstagsparty für Gina organisieren, eine Limousine mieten und nach Atlantic City fahren. Unerwartet wird ein neues Musikvideo im Fernsehen gezeigt, in dem Honey mitspielt. Raymond sieht es und Benny bemerkt mit Überraschung und Wärme, dass die Heldin einen seiner Moves verwendet hat. Die Freundinnen feuern Honey an und ihr Spaß wird von Schatz beobachtet. Am nächsten Tag bringt Benny seinen jüngeren Bruder mit in den Unterricht. Raymond ist sehr verärgert, als er erfährt, dass Honey wegen ihres neuen Jobs nicht zum Unterricht kommen kann. Die Heldin spielt in einem weiteren Musikvideo mit und erhält bald einen Scheck über eine große Summe Geld. Michael lädt Honey heute Abend in einen Club ein, um einige Dinge zu besprechen. Gina ist verärgert, dass die Heldin sie nicht mitnehmen will und bittet sie, vorsichtig zu sein mit einem Mann, der eindeutig in der Stimmung für mehr als nur ein Geschäftstreffen ist.
Im Club beschließt Michael, Hani zu befördern und bietet ihr einen Job als Choreografin an. Am nächsten Tag trifft die Heldin auf einen traurigen Remend. Der Junge erzählt ihr, dass seine Mutter ihm gesagt hat, er solle sich die Haare schneiden. Um Remend zu unterstützen, beschließt die Heldin, mit ihm in den Friseursalon zu gehen. Dort trifft sie unerwartet auf Schatz. Der Typ redet sehr nett mit dem Jungen und verspricht ihm eine tolle Frisur. Außerdem macht Schatz oft Witze darüber, dass er Hani wirklich mag. Als die Heldin zurückkommt, um den Jungen abzuholen, sieht sie, dass er sehr zufrieden ist. Schatz lädt Hani zum Abendessen ein, aber sie kann sich keinen freien Abend aussuchen. Dann bittet der Mann sie, anzurufen, wenn sie Zeit hat. Als Hani geht, beten Schatz, Kollegen scherzhaft, dass es mit dem Mädchen klappen wird. Die Heldin sitzt draußen mit Remend und erfährt, dass er nicht weiß, wann seine Eltern ihn abholen werden. Um den Jungen zu unterstützen, bietet Hani ihm an, einen Milchschäcke zu trinken. Nach der Unterhaltung bringt die Heldin Remend nach Hause und nimmt ihn an der Hand. Hani sieht, dass es dem Jungen sehr schlecht geht und seine Eltern sich nicht um ihn kümmern, sondern nur schreien. Am nächsten Tag auf der Arbeit versucht Hani, einen neuen Tanz aufzuführen. Doch Michael ist von der Choreografie unbeeindruckt und sagt, dass ihm etwas fehlt. Hani findet Inspiration an einem unerwarteten Ort. Die Heldin schaut den Basketballspielern beim Spielen zu und prägt sich einige ihrer Bewegungen ein, die sie dann in ihrem Tanz verwenden kann. Hannes Innovationen begeistern Michael und er billigt ihre Ideen. Die Heldin kehrt erst am Morgen nach Hause zurück und schläft ein. Sie wird von Gina geweckt, die sich den Tag freigenommen hat, um ein Kleid für ihren Geburtstag auszusuchen. Hani schenkt ihrer Freundin das schöne Kleid, das sie am Filmset bekommen hat. Gina regt sich auf und denkt, dass die Heldin nur nicht mit ihr einkaufen gehen will, weil sie schüchtern ist. Trotz Hannes Versuchen, alles zu erklären, verlässt die Freundin das Haus. Als die Heldin nach draußen geht, trifft sie Remend. Der Junge erzählt ihr, dass Benny nicht in der Schule aufgetaucht ist, weil der Freier seiner Mutter ihm gestern die Lippe zertrümmert hat. Hani verspricht, ihm zu helfen und ihn zu finden. Benny landet in einem japanischen Restaurant. Der Typ ist nicht sehr höflich zu der Heldin, aber sie gibt plötzlich zu, dass sie ihn etwas fragen wollte. Es stellt sich heraus, dass Hani einen Assistenten braucht, um ein Twit-Musikvideo zu drehen, und sie wollte Benny einladen. Die Heldin stellt nur eine Bedingung, der Typ muss aufhören, die Schule zu schwänzen. Benny stimmt zu und begibt sich zusammen mit seinem Bruder auf das Filmset. Hani prophezeit dem Jungen eine gute Zukunft, aber er ist sich sicher, dass alles nicht vom Talent, sondern nur vom Glück abhängt. Beim Abendessen bietet die Heldin Michael an, die Kinder, mit denen sie tanzt, in einem neuen Musikvideo einzusetzen. Am Abend trifft Hani auf einen Händler, der ihr erzählt, dass Benny schon lange nicht mehr in seiner Wohnung war und mit allen reden muss. Der Mann beginnt, die Heldin zu bedrohen, aber der unerwartet auftauchende Schatz setzt sich für sie ein. Hani bedankt sich bei dem Mann für seine Hilfe und geht nach Hause. Am nächsten Morgen steht die Heldin vor einem neuen Problem. Es stellt sich heraus, dass in dem Gebäude, in dem sie mit Kindern gearbeitet hat, ein Rohr geplatzt ist und es nun wahrscheinlich geschlossen werden muss. Am Abend beschließt Hani, sich doch noch mit Schatz zu treffen. Der Mann nimmt sie mit in seinen Friseursalon und erzählt ihr von seinem Leben. Es stellt sich heraus, dass Schatz von seinem Nachbarn von dem gefährlichen Weg abgebracht wurde. Der Mann bot ihm einen Job als Reinigungskraft für ein kleines Gehalt an. Vor seinem Tod hat er Schatz den Friseurladen vermacht. Hani denkt darüber nach, was der Sinn ihres Lebens ist, und küsst den Mann danach. Am nächsten Tag bemerkt die Heldin ein Gebäude, das zum Verkauf steht, und schreibt sich die Telefonnummer auf. Hani beschließt, dass ein altes Lagerhaus in einem schlechten Viertel eine tolle Tanzschule für Kinder sein würde, die arm sind und nicht wissen, wie sie sich ausdrücken sollen. Die Heldin merkt, dass sie nicht so viel Geld hat, also bietet sie an, einen Teil des Betrags jetzt zu bezahlen und den Rest in 30 Tagen zu hinterlegen. Hani zeigt Michael die Kinder und ihren Tanz und entlockt ihm seine Zustimmung. Der Mann teilt ihr mit, dass am Abend ein wichtiges Treffen auf sie wartet. Hani wird klar, dass der Ausflug mit Gina verschoben werden muss. Es stellt sich heraus, dass Michael die Heldin tatsächlich zu einer Party eingeladen hat. Der Mann entschuldigt sich, indem er sagt, dass sich dort einflussreiche Leute versammeln werden. Hani ist traurig, dass Gina ihren Geburtstag ohne sie feiert. Unerwartet macht Michael der Heldin zweideutige Komplimente und küsst sie fast. Hani ohrfeigt den Mann und erklärt, dass sie nur Kollegen und Freunde sind. Am Montag hat die Heldin ihre letzte Probe vor den Dreharbeiten. Alle sind weiterhin begeistert von ihr. Unerwartet bringt Michael Katrina zum Set und sagt ihr, dass er keine weiteren Kinder für das Musikvideo braucht. Als sie das erfahren, sind sie sehr verärgert und Hani fühlt sich schuldig, weil sie sie im Stich gelassen hat.
Benny kehrt zu seiner Bande zurück und stiehlt die Turnschuhe. Honey steht vor einem neuen Problem. Wegen Michael kann sie keinen Job finden. Bei einem anderen Job fällt Benny in die Hände eines Polizisten. Honey wird klar, dass sie den Kauf des Gebäudes nicht bezahlen kann. Ihre Eltern gestehen ihr, dass sie nicht so viel Geld haben. Die Heldin versöhnt sich mit Gina und kommt zu ihr, um Unterstützung zu bekommen. Die Freundin bittet Honey, nicht aufzuhören, an sich und ihre Talente zu glauben. Während sie mit Schatz spazieren geht, kommt die Heldin unerwartet auf einen Plan. Honey hofft, dass die Leute ihr finanziell helfen werden, wenn sie wissen, dass sie eine Tanzschule für Kinder eröffnen will. Schatz findet ein Gebäude für die Wohltätigkeitsveranstaltung. Gemeinsam mit den Kindern richtet Honey die Räumlichkeiten ein und bringt Werbung an. Auch ihre Eltern und Gina helfen ihr bei diesem Unterfangen. Honey besucht Benny und bittet ihn, zu ihr zu kommen, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird. Der Junge lehnt ab und denkt, dass die Ideen der Heldin hoffnungslos sind. Dann erinnert Honey ihn daran, dass seine Freunde ihn noch nie besucht haben, und das bedeutet, dass es an der Zeit ist, seine Prioritäten zu ändern. Michael verspricht Missy Elliott, ein Musikvideo zu drehen. Die Frau weigert sich jedoch, nachdem sie erfahren hat, dass der Choreograf nicht Henny ist. Der Mann kommt zu der Heldin und bittet sie um Hilfe und verspricht ihr im Gegenzug, ihr ein Studio zu kaufen. Honey weigert sich jedoch und sagt, dass sie ihr eigenes Geld verdienen will. Benny kommt zur Probe und erkennt endlich das Talent der Heldin. Der Tag der Wohltätigkeitsveranstaltung kommt. Der Tanz der Kinder beeindruckt alle Zuschauer. Nach der Aufführung stellt sich heraus, dass zur Unterstützung Honey und ihre Eltern gekommen sind, ebenso wie der Sänger Tweet. Die Heldin schafft es trotzdem, ein Studio zu eröffnen, indem sie einen Tanz für das Musikvideo von Missy aufführt. Dies ist das Ende des Films. Danke, dass ihr euch den Film bis zum Ende angesehen habt. Gebt diesem Video ein Like. Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Film haltet, und wir sehen uns in neuen Videos.